Welt seid uns gegrüßt, hier bei True Farming, an einem fantastischen Tag, auf einer fantastischen Map. Der Schwarzingen, 3 Punkt, weiß nicht wie viel. Mit dem Freezy. Hallo. Der Liv. Hallo. Dem Rhino. Servus. Dem Herr Stecho. Hallo zusammen. Und mir. Hallo. Hallo. Schnell abhauen, bevor die mich sieht. Rutzel, Schatz, da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Verdammt. Hallo. Na, Schatzi? Na? Was ist denn los? Ja, Ja, was denn? Warte ganz kurz. Rutzel? Du bleibst da stehen mal ganz kurz, ja? Wieso? Abstandsregel oder was? Ja, ich muss dir was sagen. Ein Baby-Elefant, ja. Was ist denn? Hast du mich betrogen oder was? Nein, ach Quatsch. Stell dich mal da hinten am Auto hin. Bitte? Du musst ein bisschen weiter weg. Das so. Sind aber mehr als 2 Meter. Ja. Liv? Ja, Fritzel? Ich bin für 5 Jahre mal kurz weg. Wie weg? Wohin weg? Was weg? Ich gehe in den Knast. Oh, scheiße. Bitte? Fritzel? Wartest du auf mich die 5 Jahre? 5 Jahre? Weißt du, wie alt ich dann bin? Bist du bescheuert? Ja, was soll ich denn machen? Ja, stell dich mal nicht so an. Also, wie kann man sich so aufführen wie du? Ja, oh. Liv, es sind doch nur 5 Jahre. 5 Jahre? Hast du eine Ahnung, wie lang 5 Jahre sind eigentlich? Ja, 5 Jahre alt, ne? Oh, unfassbar. Und ein Jahr bin ich. Doch mal den Kopf genommen, Mann! Ja? Und was? Und ein Jahr bin ich auf Bewährung. Oh. Nein, du klatscht ihm jetzt keine, du hast ihn lieb. Nein. Fritzel! Es ist noch etwas, das müssen wir den anderen auch noch sagen. Was denn? Die Genossenschaft geht in staatliche Hände. Oh. Oh, Jesus. Puh. Also, Fritzel. Ja? Warum? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich bin doch da, oder nicht? Und was ist mit dem Herrn Adler? Oder mit dem Ole? Ja, ich weiß nicht, wer das hier alles übernehmen wird. Ja, das schaukeln wir schon. Ja, das. Was hast du nur wieder angestellt? Nur weil du den Bayer über den Haufen gefahren bist, hast du da was? Ja, nicht nur. Dann gibt die Steuerhinterziehung. Aha! Bitte? Das ist deine Schuld nämlich noch. Und dann. Nö, ich hab das immer brav gemacht. Und ja, weißt du, wofür die uns angekreidet haben? Hm. Ich hab in den. Oder du oder ich oder was auch immer. Wir haben bei den Ausgaben, wenn wir Eier verkauft haben, nicht Eier hingeschrieben, sondern Ernte. Dann habe ich die 5% von der BGA nicht abgeführt, die ich eigentlich hätte machen sollen. Und angeblich würde unser Hund nur Schweinefutter fressen. Bitte? Der frisst bestes Hundefutter, ja? Weißt du, wie viel Geld der im Monat kostet? Das sage ich auch immer. Und dann gehst du jetzt in den Knast, oder was? Ja. Und lässt mich hier allein hocken. Du musst das hier alles am Laufen halten. Hätten wir mal einen Ehevertrag gemacht, so einen Dreck. Ja, so ein Dreck. Das habe ich mir nachher auch gedacht. Bitte? Nein, also, es ist schade, dass wir keinen gemacht haben. Hättest du mir die Genossenschaft überschreiben sollen, dann wäre die wenigstens nicht in den staatlichen Händen. Ich weiß sowieso nicht, warum die in staatlichen Händen fällt. Verstehe ich auch nicht. Ich bin doch da und der Herr Adler ist doch da und der Ole ist doch da. Wir machen doch hier, läuft doch alles. Wir machen das doch sonst auch, wenn du unterwegs bist. Ja, deswegen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir den Adler und Stecher noch Bescheid geben. Und ich habe gleich noch einen Termin mit Ole. Und wann musst du weg, bitte? Joa. Freitag. Die Nächte kannst du auf der Couch pennen. Liv, wartest du wenigstens auf mich die 5 Jahre? 5 Jahre? Wenn ich bis dahin noch lebe, warte ich auf dich, ja? Ach, weißt du, wie alt ich da bin? Wahrscheinlich habe ich dann Falten und graue Haare. Ach, du wirst bis dahin überleben. Mach dir keine Sorgen.
bin echt sauer. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, Fritzl, dass du immer so viel Scheiße bauen musst. Das mit dem Bayer war echt unnötig. Ach, echt jetzt? Seine Späße machen und ihn beleidigen, okay, aber ihn überfahren, ich weiß ja nicht. Muss ja nicht sein, oder? Ja, das sagst du. Na, ihr zwei Hübschen, wie geht's? Moin. Stefan, du... Oh, nee, du wirst es nicht glauben. Was sag ich dir? Liv, dass du mich so anfährst. Liv. Ja, Könntest du das den Stecher erklären? Weil ich muss. Du bleibst schön hier, Busch. Ich muss weglaufen hier. Liv, ich muss wirklich hoch mit Ole. Ich habe mit Ole einen wichtigen Termin. Das muss ich jetzt leider eben durchziehen, ganz schnell. Ich habe mir den Hühnchen zu rupfen, aber ja, gut. Ich komm wieder und wir reden das noch. Ja. Oh, Stecher, lass mich mal bitte kurz da rein. Liv, soll ich ihn reinlassen oder nicht? Ja, komm her. Stecher? Ja, Herr Friesi. Könntest du vielleicht gleich mit dem Adler bei mir mal vorbeikommen und der Liv, wir haben was Wichtiges zu bereden. Wann gleich und wo gleich? Und In 10 Minuten. Ja, wo? Hier bei mir am Hof. Ich komme mit Ole dann hier hin. Ich bleibe einfach hier. Rufst du den Adler selbst an? Ja, ich rufe ihn gleich tschüss. An. Liv, ich liebe dich! Eieiei. So. Ole? Jo. Ich komm dich mal kurz abholen. Bill, komm mal zum Eingang der BGA. Bin da. Arbeiten, wie immer. Ja, steig mal gleich hier in einen schönen Ford ein. Wir müssen zum Landhandel. Ach Gott. Hast du eine Kotztüte dabei? Ja, na klar. Während wir gleich... Komm, steig mal schnell ein! Alter, ich bin schon... Mein Auto! Oh, ich bin schon... Ich steig ein. Jo, ich bin ja schon da. Ich bin ein bisschen zu spät. Ach, diese Scheiß... 31er-Schilder. Was machst du denn mit meinem Auto? Oh. Ja, Ole, immer ruhig bleiben. Ja, genau. Ich hatte mit denen, mit dir... Was sollen wir bezahlen noch? Ich bin da nicht mehr durch. Ole. Du musst das ja, weiß ich auch nicht. Du musst die BGA auf jeden Fall leiten. Das ist die einzige Einnahmequelle. Ja, klar. Bin gar nichts hier vom und du gibst der Liv immer ein gutes Taschengeld, ja? Und du musst... Oh nein. Was machst du? Oh, hä? Fuck. Leute, mal eben außerhalb des RP ist das scheiße hier gerade. Jetzt nicht. Probier mal, ob du zurücksetzen kannst. Warte mal. Ich probier mal, ob ich zurücksetzen kann. Es leckt auch hier übelst, oder meine ich das nur? So. Ja, warte, Adler kommt. Adler, Domme, schieb mal eben gerade. Entschuldigung, oh, Leute, das. Spiegel abgefahren. Gott, ja. Gott sei Dank nur den Innenspiegel. Da war auf der Straße. Selbst mal ein ganz ernsthaft, leckt das bei euch auch? Habe ich nicht. Bist du den nicht zurückgesetzt? Schieb mal gegen Stein oder so. Oh, das ist doch jetzt ärgerlich. Adler, hast du ein Auto? Warte, ich setze es zurück, warte mal. Ja, setze es zurück. So. Wo ist der jetzt? beim Dom am Hof. Okay. Nee, Quatsch, beim Händler unten. Wie heißt denn jetzt? Naja, ich weiß, wo du meinst. Das war nicht der nächste Weg. Nee. Entschuldigung, Leute, aber das können wir jetzt gerade echt nicht ausspielen. Nee. Wir haben nämlich eine andere RP-Situation gerade geplant. Bist du da? Tut mir leid, das ist leider nicht der Fall gewesen. Fahr du mal. Nee, fahr du mal bitte. Wohin denn? Zum Landhandel. So. Jetzt erstmal wieder RP. Ole. Ja. Du musst dich gut darum kümmern. Und gib der Liv immer gut Geld, damit sie nicht runtergeht oder so. Und guck, dass du Hafer anbaust für ihre Pferde. Kann dir Hafer geben, ja. Achso, für die Pferde auch, okay. Ja. Ja. Und du musst auf sie aufpassen. Ja, das habe ich noch schon gerne, natürlich. Ja, nicht so aufpassen, du Arsch. Ja, wie denn sonst?
Ja, freundschaftlich aufpassen. Ja, tue ich doch. Ach so. Ich kümmere mich um sie, wie um deine Gummipuppe, um alles. Ich ja, am Arsch, mein Freund. Um alles. Am Arsch. Nee, ich werde schon schauen, dass das alles in den Wege bleibt. Aber wir müssen ja vielleicht, können wir noch reden mit der Poliz- mit der Stadt irgendwie. Wir können die nicht einfach hingehen und uns den Laden hier zudrehen. Ach, die werden uns hier nicht zudrehen. Nee, hey, weißt du, wir sind hier, da arbeiten 3 Leute dran, 4. Neben davon, da können sie einfach sagen, da gehen die staatliche Hände. Zum Quark. Oder? Wie siehst du das? Nein, das können die auch nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass das auch so passieren wird. Wir müssen gucken. Das ruckelt wirklich bei mir auch, mein Lieber. Ja, das hat bei mir aber auch stark geruckelt. Ja. Ja, eigentlich immer noch Geschwindigkeitsbegrenzung, ne, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Wir müssen hier links rein. Was mal ein Anker. Diesmal, wie lange ich denn beim Landhandel war. Ich weiß gar nicht mehr, wo die sind. Ja, du, echt, du warst ja eh schon Ewigkeit nicht mehr. Was, ja, ich hab gesagt, ich fahre nicht mehr hin. Was, warst du eigentlich mal oben? Wo die neu aufgemacht haben? Jo, ja, tanken. Doch. Einmal tanken. Ach so, ja, und mit uns Getreide abgegeben. Ja. Was machen wir jetzt hier? Wir müssen was bereden. Mit beiden oder was? Nee. Nur ich weiß, wenn ich dir das jetzt sage, dann bist du nicht mehr bereit mitzufahren. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ey, ich ahne es schon. Alles gut, Ole. Aber keine Kooperation oder sowas? Nein, auf gar keinen Fall. Mit Haha oder so. Jo. Jo. So, warte. Dass der Landhandel gesichert ist. So. Exe, Harry, Fiedel, steigt mal ein, kommt mal mit. Er hat mich Fiedel genannt. Ja. Ole, steig ein. Wohin? Was ist mit mir? Du nicht. Hä? Was denn du schon wieder? Wohin? Ich muss hier mit deinen 2 Jungs mal was bequatschen. Ist gerade Mittagspause bei uns, deswegen haben wir genau. Du bist ziemlich gut drauf, dass du Freitag abfährst. Ja, wir müssen was regeln. Was ist denn los jetzt hier? Miguel, ja, komm, lass regeln. Mach mal einen Platz frei, bitte. 2 raus, einer raus, 2 rein. So. Dankeschön. Ey, ich will mit. Mach's gut. Bis später, amigo. Komm mal ein bisschen um die Ecke rum hier. So. Weiß aber nicht, das Auto. Das ist nicht meins. Natürlich. Wie geht's euch? Gut, Fritzl. Also, geht's mir auch gut. Also, gib mir schon mal die Kotztüte hinter der Sitze. warum stehen nicht. Wir jetzt hier nicht vor sagen. Dem Landhandel? Fahr mal zum, Der steht da schon hinter uns. Warum ja. hat er Angst oder was? Dass er euch verliert oder was? So. Ihr wisst ja, dass ich jetzt für 5 Jahre weggehe. Ja. No. Und Ole, du weißt es ja auch. Ja. Ich möchte ganz, ganz gerne, Ole, dass du dich hier mit dem Landhandel gut verträgst. Dass hier keine Scheiße gebaut wird oder sonst irgendetwas. Ich möchte ganz gerne, dass du. Was war das? Was hast du jetzt gesagt? Junge, bist du eklig. Das stinkt aber. Dass du dich gut mit denen verstehst. Wie soll das denn gehen? Mit so einer Partei sollen wir uns verstehen. Wie soll das funktionieren? Der kotzt mir doch bei jeder Gelegenheit ans Bein hier. Ach Quatsch. Du hast doch gerade gekotzt. Ja, wenn ich die Nachricht gehört habe. Na, Junge, sag mal, könnt ihr beiden euch nicht leiden? Leute, das meine ich. Kein Streit. Ole, was soll das denn werden? Ja, wenn du doch den, während ich weg bin, die 5 Jahre, den Land, BGA und meinen Hof und alles leitest, da musst du auch natürlich zum Landhandel. Du brauchst Saatgut, du brauchst Dünger, du brauchst Mischfutter, du brauchst Schweinefutter. Ja, da kann ich doch den Stechern schicken oder einen Adler oder Liv. Ach, was, traust du dich wohl nicht hoch oder was? Ja, ich hab doch schon gebrochen, wie auf Deutschland denn nochmal. Das verdrängt mein Magen hoch nicht jeden Tag. Ja, Junge, da kriegst du eine Braschnitte mit dabei. Ah, Leute. Vertragt euch, das meine ich. Alter. Aber Fritz, was ist denn mit den beiden los? Warum aber Junge, die sich hast denn du getrunken? Was machst denn vorher? Wollt doch dein Chef abhängen. Bist hey, du oder was? Ja, dein Chef abhängen, der hängt doch schon wieder dran. Ich seh ihn doch im Spiegel.
Sag mal, machen wir jetzt hier eine Rundfahrt oder was soll das werden, Fritzel? Ja, aber ja, eigentlich vor? Eigentlich wollte ich mit euch in Ruhe quatschen, ohne den Miguel, aber dass er uns hier verfolgt wie so ein Tauchsieder, da wusste ich ja nicht. Lass uns doch einfach zusammen hoch an die Kneipe fahren. Da gibt's wenigstens was zu trinken. Genau, Ole, fahr mal das wäre was. Fahr mal zur Kneipe hoch. Na, Ole, mach mal, komm, Gaston, gib Gas. Vertragt euch. Ich mein's ernst. Das kriegen wir doch wohl hin, oder, die 5 Jahre? Danach könnt ihr wieder die Sau rauslassen, wenn ich da bin. Also bei dem sein Forstil, ihr wisst nicht, ob ich mich damit vertragen kann. Harry. Fuß in die Kneipe, oder was? Ja, fahr hoch zur Kneipe. Na, mit Jupp hab ich ja kein Problem. Aber mit mir, oder was? Ja, du fängst doch immer an. Oh, Ole, das ist aber nett. Da Zopf und da Ärger und da Blödsinn. Damals, wie wir der Doll uns dann führt hat, da hieß es noch, ja, prima, alles toll, machen wir. Und dann hat die Tür zu den Rücken gedreht, dann hast du ein Messer im Rücken. Ach, ne, wer hat denn gerade rumgeötzelt, hä? Wer hat denn hier gerade gekötzelt? Ja, weil ich gesagt habe, ich fahre nie wieder hier oben hin. Nie wieder, habe ich gesagt. Na, und Leute, bist du hier? Jetzt, ja, weil der mich hat mich gefragt hat. Jetzt hört auf, euch zu streiten. Ich meine, doch so. Also, Harry, na, Ole, Harry, wir können uns auch vertragen, aber du willst es ja wieder nicht. Ja, ich will immer wie so eine, ich komme mir vor wie so eine betrogene Ehefrau. Ich sag immer, jo, jo, jo. Und beim nächsten Mal stehe ich wieder da, jo, jo, jo. Ja, du bist eine kleine Primadonna, ja. Ja, sicher. Ich. Hier links. Nicht ja, gegen. Ich weiß. Oh Gott. Sag mal, links. Ich weiß, was da wo der Daumen rechts ist, Junge. Hey, da Sonderkäse. Hau ab da. Was verfolgt der uns denn eigentlich? Was stimmt da mit dem Weg? Ja, sag mal. Er hat doch schon wieder Kuchen bestellt, dass der Krümmel sich am Melden ist, denn. Jetzt hör auf, Ole. Wir sind hier, um das zu vermeiden. Ja, mir ist das egal, Harry. Ein einziges Mal. Und dann komm, jetzt gehen wir nach oben und wir reden da in Ruhe drüber. Komme. Also, Harry, ich finde den Ole eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich weiß aber gar nicht, was du hast. Genau, so sieht's aus. Hey, Spinner, was soll denn das? Ich glaube, das könnte gut werden, du, Harry. Was kann das werden, Jupp? Wir haben nicht so viel Geld dabei. Oh. Ja, meinst du nicht? Hallo, Harry? Jupp? Also irgendwie, also... Jupp, unser Chef ist mit dabei, der Chef kann mit. Ah, oh. Ja, hab ich irgendwas verpasst hier? Ach, den hab ich gar nicht mitgekriegt hier, dass also er da so, ist. Also Fritzel, so, ich weiß ja, nicht. Ja, was soll ich denn dafür? Kennst ihn doch. Ja, hast du keine Bumme dabei, Kugel zwischen die Augen, Ende. Siehst du, Herr Fritzel, mit so ihm soll ich mich vertragen. Ja, ja, wir kriegen das jetzt hin. Jetzt fängt er schon wieder an von hinten. Siehst du, du hast er hat doch gar nicht, jetzt hör auf! Ich hab nur mit meinem Chef gesprochen. Jetzt lass uns in Ruhe hier was trinken gehen und das klären jetzt. Ich hole, aber eins muss ich dir ja sagen, quasseln okay. Kannst du ja echt, wa? Ja, du auch. Ja, der aber ja, nur. Das stimmt. So, jetzt das ist das Einzige, was er kann. Hier passt doch gut zusammen, oder, Ole? Ja, mit der Arbeit hat das auch nicht so. Wenn er so gut kann, SBG hoch runterfahren. Ja. Vor zurück. Und quasseln. Harry, was willst du? Immerhin, das gehen wir hin. Warte mal, du hast die BGA? Ja. Harry! Ja, naja, also pass mal auf, da ihr ja nicht mehr lange da seid. Was ist das jetzt hier, Partner? Sagen, trinken wir mal ein Bierchen zum Abschied, oder? Ja, würde ich auch sagen. So. Ich will jetzt wissen, was das ist. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 Bier! 5 Bier bitte! Ich möchte eine Fanta. 5 Bier! Oder Wasser mit Sprudel und Zitrone. Ach, komm, ernsthaft? Setzt euch. Ja, warte. So. Harry, was bist du? Ich muss mit Harry. Warum nimmst du die zwei mit und mich nicht? Was soll das, du Spinner? Ja, weil ich mit den zwei eigentlich reden muss. Ja, und was mit mir? Die wollten wir eigentlich gar nicht dabei haben. Ja, du gehst ja auch in den Knast. Warte, Ole, setz dich hier, bitteschön. Komm. Du gehst auch in den Knast. Komm, also, wollte ich gerade sagen, du bist auch weg. Chef, setz dich mal neben Fritzel. Das Bild haben wir dann den ersten Flügel auch nicht. Jetzt setz euch. Also, Ole. Wir beide zusammen am Tisch eintrinken. Ole. Sehr schönes Bild. So, jetzt. Warte kurz, aber Jupp, ich glaube, du wolltest ja neben Fritzel sitzen, oder? Ja, Jupp, du wolltest. Also, ich habe nichts dagegen, bei ihm am Tisch zu sitzen. Also setz dich mal neben Fritze, Jupp. Komm, okay. Setz dich hin. Vielleicht ist das der Anfang einer wunderbaren Sache. Ole. Ja, das hat man schon ein paar Mal. Ole, jetzt geh vom Tisch runter. Entschuldigung, Junge. Also, ich kann das nicht mal. Ich hab gedacht, du hier einlegst. Also, Ole. Ja. Ich möchte ganz gerne in den 5 Jahren, wo ich nicht da bin, dass du dich gut hier mit den zwei verstehst. Ja, mit Jupp habe ich überhaupt kein Problem. Ich sage, mit Harry habe ich schon öfters versucht und du hast den Rücken nicht gedreht, schon habe ich wieder ein Messer im Rücken. Und mit dem anderen ist genau dasselbe. Was mal, du hast vor uns ins Auto gekotzt, nicht ich, ne? Also ich habe nicht ins Auto gekotzt, das ist mein Auto, ich habe auf die Straße. Was können wir denn tun, damit da hier Ruhe herrscht? Oh, Ole, du musst, während ich weg bin, du hast keine andere Wahl, du musst hoch zum Landhandel. Ja, das ist ja schon schlimm genug. Hab eine Idee, ja gut, ich habe auch eine Idee. Was denn? Eine sehr gute, du gibst das alles viel, Jupp, und dann ist die Sache klar. Was? Ja, nee.
habe die Kostüme nicht bei mir, sonst wäre ich schon wieder. Das wird alles Ole übernehmen. Und deswegen will ich dieses Gespräch. Ich will, dass du das vertreibst. Ich will nicht nach 5 Jahren wiederkommen und ich sehe die BGA brennen, der Landhandel ist angekrickelt und ihr zwei sitzt irgendwo in der Psychiatrie, weil ihr euch zugeprügelt habt. Das wird sowieso nicht passieren, weil ich bin auch noch da. Ich habe schon dreimal die Hand gereicht. Das hier ist aber jetzt das letzte Mal. Sonst reiße ich die Schulter aus. Boah, Ulle! Was ist das denn für eine Vertragung? Du kannst sie doch nicht drohen, während du dich verträgst. So, Harry, gib die Hand. Kannst du die vorher noch nicht sauber machen? Boah, ja, Leute! Oh, Harry! Warte. Da gebe ich Ihnen gar nicht so Unrecht. So. Chef? So. Ja. Kannst du ihm die Hand geben? Einen Moment. Ich bin eh nicht da. Zwei Feuchttücher. Ganze was? So, hier. Hier. Warte, ich muss das erstmal hier oben wickeln. Chef, kannst du mal einen Knoten machen, bitte? Oder macht's doch bitte Füße. Ja, danke. So, Ole. Nee, ja, jetzt habe ich jetzt aber keinen Bock mehr. So. Na, warte, ich streichel dir über die Schulter. So, okay, so. Das geht. Ole, das kriegst du doch hin, oder? Fünf Jahre. Bei mir soll es nicht liegen, um Gottes Willen. Dein Chef ruft, Fritze. Was? Dein Chef hat gerufen. Wir haben keinen Chef. Wollte ich gerade sagen, ich bin der Chef. Wir haben das ja schon ein paar Mal versucht. Ich habe wirklich nichts dagegen. Ich will doch nicht da mal ein paar Palaver haben, aber das muss ja auch beidseitig sein, oder? Ich denke, dass Harry den Landhandel zum neuen Glanz verhelfen wird, wenn er das alleine macht. Entschuldigung, Miguel, nicht böse gemeint. Nee, ist schon okay. Der Landhandel wird glänzen und die Hebelgenossenschaft wird es nicht mehr geben. So sehe ich das. So glaube ich das aber nicht, mein Freund. Aber so wird's kommen. Das war aber ein bisschen zögerlich, Fried. Aber die Genossenschaft an sich? Wer soll die Genossenschaft leiten? Der hier? Ja, sicher. Oh mein Gott. Ja, nee, ich tu die Geldbörse leiten. Das ist der BGA-Rülps. Ja. Der kann da keine Genossenschaft leiten. Weißt du noch, wo der damals berechnet hat, wo wir das Material geliefert haben? Ja, das kann ja mal alles passieren. Das war was anderes. Nee, das war. Sonst ja, das war was das anderes. Geholt. Nee, ich hätte es ja sonst nicht genommen. Ja, das war was anderes. Nee. Auf jeden Fall. Es geht ja auch darum, dass die BGA ist immer der Geldbeutel der Genossenschaft und die leite ich. Und wenn der Geldbeutel noch besteht, in 5 Jahren, dann gibt es die Genossenschaft auch noch. Es sei denn, irgendeiner aus der Genossenschaft wird austreten. Dafür kann ich aber dann nichts. Aber auf jeden Fall, die BGA wird bestehen, nach 5 Jahren noch. Nach 6 noch. Jawohl. Und die wird jeden Tag ihr Geld machen, jawohl. Sobald ich ohne Blumen heiße. Das war eine klare Ansage. Aber ja, das Haushalt, frage ich mich immer wieder. So. Was ist denn jetzt hier das Thema? Eigentlich wollte ich, dass der Ole und der Harry sich vertragen, kurz bevor ich jetzt gleich hier, was weiß ich, irgendwann abgeholt werde und zum Knast muss. Weil der Ole, wenn der auch meinen Hof leitet, der muss zu euch hochkommen. Und ich wollte halt einfach nicht, dass oben da immer Reibereien herrschen oder irgendwas anderes passiert, nur weil die zwei sich nicht vertragen. Also Harry, ja, Chef. Und Job, ich habe vollstes Vertrauen in euch. Das mit dem Landhandel bekommt ihr hin. Definitiv. Das schafft ihr. Harry, tu den Jupp mit einweisen, so viele Sachen wie es gibt, Jupp, dann zähl auf dich. Du musst den Harry so viel wie es geht unterstützen. Ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Das ist gut. Wir haben jetzt schon einen Plan gemacht, Chef. Und ja, lass dich nicht ein und denke mal dran, wie hart und zielstrebig und wie geschäftstüchtig Miguel war. Und dann, Harry, und egal was ist, wenn du eine Frage hast, schreib mir einen Brief. Außer bei wichtigen Fragen, dann ruf an. Also einmal im Jahr. Also Miguel, ich kann dir versichern, du wirst den Landhandel nicht mehr wiedererkennen. Richtig. Harry? Ja, verzeihung. Kriegst du das mit Ole hin? Also mir soll es liegen. Ja, und wenn es da Probleme gibt, dann bin ich ja auch immer noch da. Dann kann Ole ja zu mir kommen. Wollte ich gerade sagen, dann gehst du zum Fiedel, oder? Richtig, der Jupp steht ja auch auf meiner Seite, Jupp, ja. Ich habe kein Problem damit, aber es muss, darf nicht immer nur auf einer Seite rumeiern. Alles klar. Also kriegen wir es hin. Gut, hört sich doch super an. Ich denke ja, ich habe ja 5 Jahre dafür Zeit. Wollte ich gerade sagen. No. Also wenn ihr wieder da seid, denke ich mal, verstehen wir uns nicht. Gut, in diesem Sinne. Ja. Auf Wiedersehen. Danke fürs Bier. Ja, bitte. Ich hoffe, du bist im anderen Zellentrakt. Ich hoffe, du wirst mir schön die Hand reichen, Alter. Ich glaube, du wirst meine persönliche Freundin. Also ich fände es ja geil, wenn ihr mit offenen Zellen im Knast suchen und das glaube ich wirst du sein. Ey, Chef, wie sieht denn mit der Gummipuppe aus? Brauchst du die jetzt noch oder? Also lass dich schon mal bei wenn ich eine Gummipuppe mit dem Knast bin ich verprügelt worden und die Gummipuppe ist weg. Aber sieh so,
Ohne Gummipuppe verprügelt wirst du so oder so. Aber denkt dran, ihr müsst auf die Seife aufpassen, ne? Ja, ist richtig. Und ja, keine Flüssigseife mehr. Also, doch, Liv hat mir Flüssigseife gerade eingepackt. Ich finde doch sein Best besser. Du brauchst ja zu bücken. Na gut, ja, meine lieben Storys Freunde, gehört. Ihr seht, die Zeit läuft langsam ab. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind erstmal raus. Schaut bei Physi vorbei. Lasst das Däumchen da. Bis morgen, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.